Fußballfreunde, herzlich willkommen von unserer Seite aus hier. Wir haben hier zwei ganz prominente Leute sitzen. Ansgar Brinkmann kennt jeder und Peter Gagelmann inzwischen auch. Herr Gagelmann, Sie kennen ja ganz andere Arenen, nicht so eine kleine, beschauliche wie in Barkum. Wie hat der Hannes Burs Sie eigentlich dazu überredet, hierher zu kommen? Ja, ich glaube, da gibt es keine großen Überredungskünste. Ich komme selber aus einem kleinen Verein, der ruhmreiche ATSV Sebersbrück in Bremen. Ich habe gestern noch mit dem Trainer von meinem Sohn, der selber E-Jugend spielt, gesprochen und sagte, Mensch, wenn ich das lese, der hat dann auf der Internetseite mal kurz geschaut, der rief er mich sofort an, sagte, du, brauchen die nicht auch mal ausländische Mannschaften bei so einem Turnier? Also der hätte gerne dann auch, wäre der gerne hergekommen mit seinem Team hier und wäre dann auch Teilnehmer bei so einem Riesenturnier gewesen. Also da gibt es keine großen Überredungskünste, bei so einem tollen Event dabei sein zu dürfen, ist für mich auch ein Erlebnis. Sie haben gerade schon erzählt, Ihr Sohn, Sie haben einen Philipp heißt er, ja? Sie haben mitgebracht, Jugendfußballer, er hat sich gerade einen Arm gebrochen, deshalb kann er heute spielen, mit dabei sein, sonst hätte er spielen müssen. Sie haben vorhin gesagt, er wäre früher Schiedsrichter gewesen. Ja, gut, ich glaube, das ist bei Kindern immer so, wo der Vater oder die Mutter Sportler ist, dass die dann erstmal so ein bisschen nacheifern, aber irgendwann hat er dann gemerkt, dass der Ball doch viel spannender ist und hat dann sich überlegt, lieber Fußball zu spielen. Und ich glaube, der Schiedsrichter wartet noch ein bisschen, aber vielleicht wird das noch. Hannes Burs hat mir gestern erzählt, Sie hätten gesagt, als Sie gehört haben von Ihnen, dass Ansgar Brinkmann dabei ist. Ansgar Brinkmann, den kenne ich auch, da habe ich auch ein paar schöne Geschichten zu erzählen. Erzähl mir mal eine. Na, also es ist so, dass wir uns natürlich über Jahre weg kennen. Und ich kann allen versichern, der Ansgar ist ein ganz ruhiger, zurückhaltender Spieler gewesen. Aber es war immer eine Riesenfreude und auch als Schiedsrichter eine Riesenherausforderung gewesen, den Ansgar zu leiten, denn er war immer für Überraschungen da und das meine ich auch wirklich sportlich, weil er doch mehr Tricks drauf hatte als manch anderer Spieler und da musste man immer sehr wachsam sein. Ja, Ansgar ist ja am Donnerstag, hat er Geburtstag gehabt, ist 43 Jahre alt geworden. Das sind 10 Jahre das Jesusalter, aber heilig sprechen wollen wir jetzt nicht, ne? Nein, das brauchen wir nicht, aber der war ein exzellenter Fußballer. Ich glaube, das ist kein Geheimnis und deshalb großer Respekt. Was er geleistet hat, auch in seiner Karriere, ist schon aller Ehrenwert. Ja, Ansgar, du bist in Peter Gagelmann auch ein paar Mal begegnet als Spieler. Hast du denn irgendwie eine gewisse Erinnerung an ihn? Hast du mal Rot, Gelb oder irgendwas erhalten von ihm? Ja, wo ich mich ganz sicher daran erinnern kann, also wenn so ein Spiel läuft, ist man ja total emotional und wenn eine Entscheidung gegen einen getroffen wird, dann steht man natürlich als Spieler davor und sagt, nein, das war ganz anders, ein Schiedsrichter, das gibt's doch gar nicht. Das haben wir bei ihm nicht so gemacht, weil er uns wirklich, er hat auch mit uns gesprochen und nicht einfach nur gepfiffen. Ne, hat uns auch klar gesagt, pass mal auf, das ist doch faul. Ich kann mich an ein Ding erinnern, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber da hast du wirklich gesagt, Mensch, hör mal auf zu reklamieren, spielt mal lieber besser Fußball, dann klappt das ja auch heute. Und, da waren wir wirklich perplex. Der Dritte Kammerjahr und ich haben so gestanden und angeguckt. Ja, recht hat er eigentlich. Das sind so kleine Dinge, die man auch so im Hinterkopf hat. Aber wir sind uns oft begegnet. Und ja, ich habe, wenn ich das sagen darf, ich habe dich zuletzt gesehen, Pokal-Endspiel in Berlin, Bayern gegen Dortmund. Und ja, das ist, wenn der DFB da einen Schiedsrichter hinschickt, dann ist das ein Ritterschlag. Das ist ungefähr so als Spieler, als wenn du für Bayern München spielen darfst. Also das ist schon eine, ich glaube, das spricht alles für sich, ne? Dein Werdegang und davor habe ich großen Respekt. Herr Gagelmann, lässt man so ein Spiel so an sich rankommen? Ansgar hat es gerade gesagt, ich hab, Ihr letztes Spiel war Nürnberg HSV, ich habe da gelesen, Spiegel Online, das ist bestimmt nicht wahr gewesen, Sie haben es auch nicht gesagt, aber können Sie sich vorstellen, dass ein Schiedsrichter zu den Spielern kurz vor Schluss sagt, du seid doch froh, dass du einen Dreckskick vorbei ist? Ja, bin ich häufig schon darauf angesprochen worden, war mir klar, dass der Journalist danach fragt. Aber glauben Sie mir, wir haben, glaube ich, andere Dinge zu tun im Spiel, um uns dann damit zu beschäftigen, ob das Spiel nun sehr gut oder nicht weniger gut ist. Glauben Sie mir, wir haben mit unserem Job genug zu tun. Ansgar, im Vorfeld hatte Tobias Aberbeck mal bedenkt, dass du nicht kommen kannst. Und zwar stand auch in der Zeitung von einer schweren Verletzung.
Das war ein Spiel TSV Jüst gegen Norden 3. Dass du hier nicht auflaufen kannst, wer oder was ist da eigentlich verrückt? Ja, also TSV Jüst, ich liebe diese Insel, ich mache da seit 20 Jahren Urlaub. Und Herbert Bruchhagen, der ja auch bekannt sein dürfte, Chef von Eintracht Frankfurt, Chef der DFL, der ist da auch seit 15, 20 Jahren, macht da Urlaub, wohnt da sogar. Und er hat gesagt, Mensch, Hansgert muss einmal für den TSV Jüst spielen. Und die Jungs habe ich dann auch mal angesprochen, wenn ich dann im Urlaub war. Dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich mal dabei. Dann haben die auch sich direkt um alles gekümmert, einen Pass besorgt und so weiter und so fort. Und immer, wenn ich da jetzt mal Urlaub mache und das zusammenkommt, dann spiele ich mal ein Spiel mit für den TSV Jüst, was auch sehr viel Spaß macht in dem Dünenkessel da. Also ist alles auch sehr familiär. Aber macht riesig Spaß und so ist das zustande gekommen. Und das die Medien, da sind wir wieder bei dir, dann natürlich da direkt, ich bin oft angesprochen worden, so nach dem Motto, spielst du jetzt für das oder wohnst du da jetzt? Nein, ich mache da nach wie vor Urlaub, aber immer wenn ich Zeit habe, spiele ich gerne für diesen Verein. Weißt du denn überhaupt, was so ein VIP-Paket an der Karte verkauft wurde, was das beinhaltete? Ja, das da war ganz schön was los beim letzten Mal, das stimmt. Das, ja. wurde bestätigt angekündigt aufgrund des Zuschauerantrags. Ja, da war richtig was los, das war Pfingsten, da sind die Inseln natürlich sowieso voll. Aber okay, Fußball macht natürlich auch Spaß und hin und wieder Fußball zu spielen. Ob das jetzt für eine Traditionsmannschaft ist, aus Saarbrück oder Frankfurt oder mit der DFB-Traditionsmannschaft, obwohl ich ja gar kein Länderspiel habe, nehmen die mich auch hin und wieder mit. Das reißt ja mal schön aus dem Alltag raus, da kommen wir ein bisschen rum. Wir waren in Moskau, wir waren in Bangkok, wir waren in China, wir waren in Indien, in Kalkutta. Also das sind schöne Spiele, schöne Events und die nimmt man natürlich gerne mal mit. Du bist ja bei der WM 2006 WM-Experte bei zwei lokalen, relativ bedeutenden Zeitungen gewesen. Damals hieß es schon der Weiße Brasilianer. Als EM-Experte 2012, wie würdest du im Nachhinein diese EM gerade bewerten? War am Anfang alles gut und am Ende alles schlecht von der deutschen Mannschaft her? Am Anfang alles gut, am Ende schlecht würde ich nicht sagen. Die Mannschaft hat ja bewiesen, dass sie Qualität hat. Ich glaube, 15 Spiele auch geschlagen. Sie haben damit einen Weltrekord eingestellt. Also müssen unsere Jungs Jürgen Löw und Co. und sein Team schon einen richtig guten Job gemacht haben. Aber natürlich, ich halte es jetzt mal kurz, die Aufstellung dann gegen Italien, also das war schon sehr überraschend, wenn man bedenkt, dass Löw von morgens bis abends sich mit Fußball beschäftigt, ein riesen Experten-Team um sich herum hat und noch 5000 Informationen von der Sportschule Köln bekommt. Dann ist diese Aufstellung sicherlich schwer nachzuvollziehen. Auf Dauer war es ein Rückschlag für Deutschland jetzt für die deutsche Nationalmannschaft, Perspektive 2014 Brasilien, oder besteht irgendwann mal die Möglichkeit, dass wir auch so spielen wie die Spanier, vielleicht mit einem Stürmer oder auch ohne Stürmer, einen jungen Klose oder einen Völler, das sehe ich auch nicht. Und Gomez ist ja auch nicht immer. Nein, du hast es gerade selber gesagt, die Spanier sind im Moment das Maß aller Dinge, glaube ich, nicht nur mannschaftstaktisch, also Abwehr-Mittelfeld-Angriff, sondern auch individuell sind sie unglaublich. Ne, ob sie den Ball im eigenen 16er haben, sie bleiben ruhig, sie bleiben im Ballbesitz, ob im Mittelfeld oder vorne am 16er beim Gegner. Sie können warten, sie können sich eine Chance rausspielen, können warten, bis die Chance da ist. Das ist schon außergewöhnlich, aber ich hätte das Spiel in Italien gerne mal gesehen, mit Reus auf links, mit Müller auf rechts. Weil wenn du natürlich Kedira, Schweinsteiger und Toni Kroos drei Ballverwalter hast, die technisch, wir reden auf hohem Niveau jetzt, die technisch alle richtig gut sind, alle top sind, aber alle keinen Sprint haben und somit dann die etwas langeren Abwehrspieler von Italien natürlich nicht unter Druck setzen können, also sprich gelbe Karten raus und Elfmeter raus und Druck machen. Hätte ich gerne gesehen mit einer anderen Aufstellung, aber wir haben ein junges Team, wir haben noch Götze, wir haben Reus, also ich bin da nicht bange, dass da auch in Zukunft mal ein Titel bei rumkommt. Herr Geilmann, dürfen Sie bei Toren von Gomez eigentlich mitjubeln oder werden Sie dann sofort als Bayern-Fan geoutet? Also grundsätzlich sind auch Schiedsrichter Fußballfans und ein Fußballfan freut sich immer über ein tolles Tor. Grundsätzlich sollte man das als Schiedsrichter während des Spiels nicht unbedingt machen. Aber ich kann Ihnen versprechen, wenn man einen Pokal im Spiel leitet und dort fallen 7 Tore in 90 Minuten, dann freut einen das auch, weil das toll ist, weil das ist, was die Zuschauer sehen wollen. Und ein 5-2 ist immer spannender und toller als ein 0-0. Pokalfinale kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Jetzt nochmal bei der EM bleiben. Jubeln Sie da zu Hause bei sich in der Wohnung oder auf einer Fanmeile? Da ist ja dieses Problem, denke ich mal, da, dass Sie dann auch mal jubeln und Leute sehen das ohne gar jemanden Bayern-Fan. Also ich könnte meinen Sohn fragen, der weiß, dass ich am liebsten die Spiele zu Hause angucke, im ganz kleinen Kreis, dann eigentlich nur in der Familie.
Waren ja die großen Diskussionen auf solchen großen Veranstaltungen dann missfallen, weil dann jeder dann am Rockzipfel zuckt bei irgendeiner Schiedsrichterentscheidung und dann irgendeinen Kommentar hören möchte. Deshalb schaue ich mir die Spiele dann doch lieber alleine zu Hause an und analysiere die Spiele natürlich als Fußballfan, aber natürlich auch als Schiedsrichter. Zu so einem Spiel, wie beurteilen Sie das? Mehr aus Schiedsrichtersicht oder aus Fußballersicht? Also natürlich schon auch mehr aus Schiedsrichter-Sicht, ist klar, aber natürlich auch als Fußballfan. Deswegen, jedes tolle Tor ist einfach spektakulär und das freut einen. Aber man schaut natürlich, wie leitet der Schiedsrichter das Spiel, wie sieht er den Spielcharakter, wie spürt er das, wie bringt er sich ein oder zieht sich halt zurück in dem Spiel. Und das ist schon so hochinteressant. Das Fanverhalten vielleicht mal ganz kurz. Gibt es dann vom DFB vorgeschrieben einen Verhaltenskodex, dass man zum Beispiel nicht Mitglied wird in einem Fanclub? Wir haben hier auch einer der Hauptsponsoren, Wagner German, die liebäugeln ein bisschen mit Bayern München. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gleich kommen und sagen, Herr Gagemann, werden Sie bei uns Ehrenmitglied? Sowas dürfen Sie nach Ihrer Karriere machen, denke ich. Nein, man sieht den Fußballsport natürlich auch mit ganz anderen Augen und dann freut man sich über jedes Tor, aber es ist egal, wer das Tor schießt. Und ich kann Ihnen sagen, da spielt Blau gegen Gelb oder Grün gegen Rot und mich interessiert es überhaupt nicht, wer Meister wird und wer absteigt, wirklich nicht. Das ist mir völlig egal, ich freue mich über jedes tolle Fußballspiel. Meine Frau sagt immer, musst du dir jetzt hier im Zweitliga-England-Spiel angucken im Fernsehen? Ist doch völlig uninteressant. Nee, ist es nicht. Das ist Fußball und Fußball macht Spaß. Und dann ist es völlig egal, wer gegen wen spielt. Und als Schiedsrichter sieht man halt das Spiel und nicht die Mannschaften. Alles klar, als Fußballer siehst du aber auch den Schiedsrichter. Und wenn, 60.000 Stadion, Millionen am Fernsehen sehen, dass die Ukraine ein Tor schießt und einer sieht es nicht. Was denkst du als Fußballer? Ja, dann gehen die Emotionen natürlich, die sind gleich da, das ist normal, wenn man auch mit Enthusiasmus und Euphorie dabei ist. Gar keine Frage, aber ne, man sagt immer schon diesen Satz, Schiedsrichter können auch nicht alles sehen, müssen entscheiden in einer Sekunde. Wir haben noch drei Zeitlupen, können uns das alles nochmal in Ruhe angucken. Okay, dieser Schiedsrichter stand jetzt nicht weit weg, der hatte eigentlich auch einen sehr, sehr guten Blick auf die Situation, aber ne, er war halt dann, hat sich nicht entschieden dafür, wie wir alle wissen heute. Aber es soll ja die Torkamera kommen und vielleicht geht es dann in Zukunft gerecht dazu. Ja, Herr Jägermann, die Torkamera kommt ja. Was sagen Sie dazu, Herr Schiedsrichter? Ja, ist ja kein Geheimnis. Seit Jahren haben wir eigentlich auch immer dafür plädiert, dass wir in dieser elementaren Entscheidung Tor, ja, nein, eine Unterstützung befürworten. Nun ist es so und wir freuen uns drüber und sind gespannt, welches System jetzt dann auch eingeführt wird. Und wir sind dann eine wichtige Entscheidung los, denn das Spiel ist mittlerweile so schnell geworden. Da kann man, auch wenn es denn im Fernsehen dokumentiert wird, dass der Ball klar hinter Linie war, so klar war, glaube ich, nicht hinter der Linie. Und dazu kommt noch, dass dann in der Situation vorher eine knappe Abseitssituation war. Aber das ist natürlich journalistisch spannender zu sagen, es wurde ein Tor nicht gegeben, als zu sagen, ja, die Situation war sowieso schon gegessen, weil eigentlich vorher hätte man Abseits geben müssen und somit die Situation gar nicht mehr eingetroffen wäre. Aber es ist natürlich immer spannender, dann aus einem Spiel noch viel mehr zu machen. Ja, es haben sich ja viele aufgeregt von Oleg Blocki. Wie muss man sich denn vorstellen, dass jetzt ein Hawkeye oder egal was kommt, wie soll das funktionieren? Sie haben im Vorfeld garantiert schon ein paar Mal darüber gesprochen. Also ich kann Ihnen sagen, das Fraunhofer-Institut war vor 15 Jahren schon bei uns beim Schiedsrichterlehrgang und da haben wir darüber diskutiert. Es hat nun sehr lange gedauert, weil die Technik dann wohl doch noch nicht so weit war. Jetzt ist es soweit, ich kenne beide Systeme auch nur aus den Medien. Wir werden uns da jetzt mit beschäftigen und ich glaube, es ist auch gut und richtig, dass man jetzt nichts überstürzt, sondern dann entscheidet, welches System ist wirklich das Beste. Und ich glaube, ein System, das eine ganz, ganz schnelle Entscheidung bringt, das heißt, ein Hinweis über eine Uhr, über ein System dem Schiedsrichterteam gegenüber übermittelt und dann die Entscheidung sofort getroffen wird. Es gibt keine Unruhe. Ich glaube, keiner, der gern ins Stadion geht, möchte gern 10 Minuten sich ein Würstchen holen oder ein Bierchen trinken gehen, bis eine Entscheidung getroffen wurde, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Das heißt, das muss im Spielfluss sofort entschieden werden. Und so wird es, glaube ich, auch kommen und dann sind alle auch zufrieden. Der Schiedsrichter kann ja Fehler machen, aber auch so ein elektrisches System, denke ich mal.
wenn mit Kameras gearbeitet wird, da liegt ein Spieler auf dem Ball, kann man nicht sehen, ob der hintere Linie ist. Wenn mit Chip gearbeitet wird und haut Schweinsteiger vor am Pfosten, dann ist der Chip defekt und dann kommt kein Piepen. Wie weit geht sowas? Wie weit gehen solche Überlegungen? Kann das nur eingeführt werden, wenn es hundertprozentig sicher ist? Ja, natürlich versucht man immer eine hundertprozentige Möglichkeit zu erreichen. Aber natürlich, wenn die Batterie ausfällt der Uhr, dann ist es so, dann funktioniert es nicht. Aber ich glaube, die werden sich schon etwas überlegen, dass auch technisch 100% machbar ist. Erklären Sie mir vielleicht mal, was diese vier Torrichter für eine Funktion haben. Zum einen den Journalisten, dem Fachjournalisten erklärend, es sind zwei übrigens, sind jeweils hinter dem Tor einer. Die haben die Aufgabe natürlich auch zu schauen, ob der Ball hinter der Linie ist oder nicht, soweit es natürlich möglich ist. Aber natürlich den Schiedsrichter auch zu unterstützen in Entscheidungen, die in seiner unmittelbaren Nähe sind. Aber auch da ist es wie immer, wenn Menschen entscheiden, können natürlich Fehler passieren. Aber es sind sehr viele Situationen auch gewesen jetzt bei der EM, die natürlich in der Öffentlichkeit gar nicht groß wahrgenommen wurden, weil das verbal über das Headset-System sofort kundgetan wird zum Schiedsrichter und dann wird eine Entscheidung getroffen, die gar keiner öffentlich groß wahrnimmt, aber die dann auch richtig war und wie das immer so ist, richtige Entscheidungen werden nicht groß kommentiert, die sind normal. Also so ein Torrichter achtet nicht nur aufs Tor, der achtet auch drauf, auf die Linie, war Foul, war eine Strafung und dann gibt es über Headset den Schiedsrichter direkt weiter. Genau. Und dann passiert trotzdem so ein Pech, was der Florian Mayer hatte. Ein super Schiedsrichter, der dann das Foul von Ramos an Schulitz nicht sieht, und der Schiedsrichter vor. Genau, das passiert, das ist so, das ist menschlich. Aber auch da haben wir es in der dritten Zeitung gesehen, dass der Verteidiger doch nicht mit dem Ball gespielt hat. Man konnte ja erst meinen, es war ein Pressschlag, der spielt auch den Ball. Das war nicht so, aber das haben wir erst in der dritten, vierten Zeitung gesehen. Und das muss man akzeptieren, genauso wie der Stürmer akzeptieren muss, wenn er allein vor dem Tor steht und den Ball nicht richtig trifft und er geht daneben und der weltbeste Fußballer einen Strafschuss nicht verwandelt, dann akzeptieren wir das genauso, wie auch eine Fehlentscheidung eines Schiedsrichters man akzeptieren muss. Wie weit kann sowas gehen? Nur Tor oder Nicht-Tor oder mit schnellen Koordinaten angeben, Abseitsstellung oder Nicht-Abseitsstellung, Strafraum, Außerhalb-Strafraum, Innerhalb-Strafraum. Ich denke mal, wenn man das in 5 Jahren eingeführt hat, funktioniert hundertprozentig, dann werden auch Stimmen kommen, weil es geht ja auch um eine Abseitsentscheidung oder Strafraum, es geht ja auch um Millionen fürs Weiterkommen Champions League. Können dann auch Stimmen aufkommen, man soll das auch bei Abseitsentscheidungen mit einbeziehen oder Strafraum oder nicht? Oder wird das denn zu sehr in Unterbrechung gespielt? Also ich glaube, der Fußball lebt von der Dynamik und wenn Sie die Effektivspielzeiten sehen heutzutage, da sind wir anders als beim Tennis oder beim Eishockey oder auch beim Football. Die Leute möchten gerne einen Spielfluss sehen und keine großen Unterbrechungen. Und wenn Sie sich sonntags morgens mal vor den Fernseher setzen und dann einen Talk schauen, wo dann der Spieltag vom Samstag analysiert wird, da sitzen 5 Leute und es sind zigtausende im Internet am Chatten und dann wird eine Spielsituation nochmal wieder aufgearbeitet und da haben Sie 5 Leute sitzen, die haben 7 verschiedene Meinungen und dann noch 15.000 andere Meinungen. Und Fußball ist halt auch nicht nur schwarz und weiß. Es gibt nicht nur Ja und Nein, wir haben auch sehr viel Grau. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass ein Schiedsrichter seinen Ermessensspielraum dann auch in dieses Spiel mit einbringen kann und sollte. Und ich glaube, keiner will große Unterbrechungen. Das Spiel soll laufen und das ist, glaube ich, das, was den Fußball auch spannend und interessant macht. Früher war ja Udo Lattek noch dabei, da waren es 5 Leute, 7 Meinungen, eine wusste alles besser. Ansgar, Spielunterbrechung, diese ganzen technischen Mittel, du als Fußballer, kannst du dich damit einfreunden oder sagst du, okay, ist einfach so bleiben lassen, das Ganze? Nein, das macht ja Sinn, ist ja sinnig, wenn jetzt diese Technik kommt, um dann zu sagen, war ein Tor oder nein, das ist ja auch gerecht, wir reden einfach von Fair Play und hast du nicht gesehen und wenn man sich vorstellt, wie du gerade gesagt hast, man kommt nicht in die Champions League. Der Ball war ganz klar hinter der Linie, ja, dann ist das nicht gerecht. Und ich finde, dass das eine gute Erneuerung ist, weil es gerechter und fairer zugeht letztendlich. Und ja, auch den Schiedsrichtern hilft, allen Beteiligten hilft im Prinzip.
Und das Spiel ist, glaube ich, das ganz Wesentliche, was du eben auch noch gesagt hast, ist ja wesentlich, bedeutend schneller geworden. Wenn man sich die Bilder aus den 70ern, Anfang der 80er noch anschaut und ein Fußballspiel von heute, was da für ein Tempo drin ist. Schiedsrichter müssen heute wirklich topfit sein. Ne? Vor, zurück und Konter und das geht alles so schnell. Also das ist nicht mehr ganz so leicht für einen Schiedsrichter. Ich habe ein paar Bilder gesehen aus den 70ern, da konnte ein Schiedsrichter 2016er gehen. Ja, das ist natürlich vorbei. Ja, Sie sind heute Morgen noch gejoggt, habe ich gehört. Ja, 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 genau. Ich habe noch ein bisschen zugehört. An der Fitnessarbeit, das wäre Ihre 13. Bundesliga, sollen die jetzt in Angriff nehmen? Ja, genau. Wie sind Sie zum Schiedsrichter gekommen? Früher, man sagt immer so viel, wer als Fußballer nichts wird, wird Schiedsrichter. Nein, nein, die Journalisten und die Schiedsrichter sind Freunde, Hans-Werk. Ich meine, so mit dem gehobenen Fußball ab Bezirksliga, Landesliga 1, da spielt der Kreisklasse jetzt. Also natürlich habe ich auch Fußball gespielt. Ich habe es ähnlich wie mein Sohn gemacht, auch nach einer Weltmeisterschaft in Deutschland angefangen, Fußball zu spielen. Die große Euphorie der Fußball-Weltmeisterschaft dann auch aufgesogen als kleiner Junge, 1974 angefangen, Fußball zu spielen und habe dann, bin sehr spät gewachsen, war immer einer der Kleinsten in der Mannschaft und habe dann Wachstumsprobleme gekriegt. Und da haben die Ärzte gesagt, Mensch, lass das mal mit dem Fußballspielen laufen, ist alles kein Problem. Und ich weiß gar nicht, wie es kam, dann über einen Freund, der gesagt hat, Mensch, mach doch mal einen Schiedsrichterschein, da kannst du für einen Groschen ins Weserstadion gehen. Also auch das immer ein großes Argument für junge Schiedsrichter. Man hat zu allen Fußballspielen freien Eintritt, das war für mich auch, das war ja interessant. Dann habe ich einen Schein gemacht damals, den Schiedsrichterschein mit einem Freund zusammen und habe dann sehr schnell gemerkt, dass auch in der Schiedsrichter eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft ist. Ich komme natürlich aus einem Dorf, Bremen, in einer kleinen Gemeinschaft. Das ist in Niedersachsen viel weitläufiger, aber auch in den einzelnen Kreisen, Bezirken weiß ich, dass auch in Niedersachsen eine tolle Schiedsrichtergemeinschaft herrscht. Wir haben in Bremen jede Woche ein Training der Schiedsrichter und habe dann sehr schnell gemerkt, dass man dort auch ganz toll kameradschaftlich dann Dinge aufarbeitet, die man dann am Wochenende erlebt. Da weint man sich dann mittwochs abends beim Schiedsrichtertraining aus, was man am Wochenende so erlebt hat. Und bin dann schnell nach und nach dann in den Nachwuchsförderkreis gekommen und bin dann ja nach und nach aufgestiegen, eigentlich wie jeder Bundesliga-Schiedsrichter die Ochsentour macht, das heißt über den Jugendbereich in die Kreisklasse, dann in den Bezirk, auch in die Landesliga, Bremenliga heißt es jetzt, Verbandsliga, und dann auch in die Oberliga, da haben wir uns in Kloppenburg mal getroffen, das erste Mal, glaube ich. Diese Erlebnisse hat jeder von uns gemacht, der auch in der Bundesliga aktiv ist. So richtig, die richtig großen Spiele, so wenn ich das Gefühl habe, Ihr Name fiel ja nochmal, war in den letzten 4, 5, 6 Jahren, wo Sie in meinen Augen auch unheimlich viel an Renommee gewonnen haben. Dass Sie in der letzten Saison zum Beispiel das Spiel bei München-Dortmund in der Bundesliga gekriegt haben, das ist ja schon was. Und als zum Schluss der DFB-Pokalfinale, werten Sie das auch als Lohn Ihrer Entwicklung, Ihrer positiven Entwicklung, Ihrer Leistung, Leistungssteigerung, Ihrer, ja, als Highlight bisher? Gut, da müssten Sie natürlich die Kommission fragen, aber ich denke, das ist normal, wenn man lange dabei ist und auch sich weiterentwickelt in der eigenen Persönlichkeit und seine eigenen Spiele auch sehr, sehr selbstkritisch analysiert. Und das ist das, was uns ja auch vielfach vorgeworfen wird, dass wir nicht selbstkritisch sind. Ich kann Ihnen sagen, der größte Kritiker des Schiedsrichters ist er selbst und das ist so. Und für uns endet das Spiel am Samstagabend um 17.15 Uhr nicht. Dann geht es erst los, weil dann wird natürlich analysiert, warum das Spiel so ausging. Und natürlich sind wir häufig dann natürlich von den Journalisten auch die Kandidaten, die dann damit hinzugezogen werden, warum das Spiel so endete. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir wirklich die Spiele sehr sorgfältig analysieren und dass man immer wieder daran arbeitet. Natürlich machen wir Fehler. Ich kann Ihnen sagen, ich glaube, ich habe alles falsch gemacht bisher, was man falsch machen kann als Schiedsrichter. Aber man sollte versuchen, die Fehler nicht zu wiederholen. Dann wird man auch besser und wenn man lange noch dabei ist, dann geht man auch ruhiger und entspannter an die Spiele und dann stellt sich auch der Erfolg ein. Wir haben in der letzten Saison, ich habe es extra nachgeguckt, Kicker-Benotung 2,9 gehabt. Das ist, ich denke mal, Schiedsrichter werden immer kritischer gesehen. Das ist, ich denke mal, ein Top-Wert, 2,9. Wenn man jetzt EM-Halbfinale sieht, die deutschen Nationalspieler haben in der Bildzeitung
ich glaube, 5 mal eine 5 und 3 mal eine 6 bekommen. Dann bekommen Sie als Schiedsrichter 2,9. Achten Sie auf sowas? Oder halten die ganze Benotung, ja. Also ich lese es nicht, aber man bekommt es dann zu hören, spätestens am Montag, wenn man ins Büro geht, dann bekommt man natürlich auch die große Zeitung auf den Schreibtisch oder die Kollegen fragen, Mensch, was war denn da los? Hast du eine Note 6 gekriegt? Das bekommt man natürlich mit. Ich lese es eigentlich nicht, weil es mich auch wirklich nicht interessiert, weil ich natürlich auch weiß, wie so etwas funktioniert. Das sind schon ganz tolle Leute, die da auf der Tribüne sitzen und 22 Spieler analysieren und dann an einem Abendspiel in der 60. Minute der Redaktion dann mitteilen, wie die Noten der Spieler sind. Also das sind schon gute Leute, die da sind. Also ich will nicht tauschen. Ich möchte den aber auch wirklich nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist schon eine große Verantwortung, was die Journalisten da haben. Aber ich glaube, manchmal sind sie sich auch nicht dieser Verantwortung bewusst, wenn man dann auch renommierten Spielern, die auch ein tolles Turnier gespielt haben, in einem EM-Halbfinale eine Note 5 oder eine Note 6 geben. Eine Note 6 ist ja, dann hat er sein Trikot spazieren geführt. Ich glaube, so schlecht war unsere Mannschaft nicht. Man muss einfach auch mal eingestehen, wenn eine andere Mannschaft besser und ein bisschen cleverer ist, dann ist es halt so. Ansgar, bei Spielern ist das auch ganz anders, denke ich mal. Da guckt doch jeder morgens erst in Kicker oder sonntags in der Bildzeitung, habe ich eine 2, habe ich eine 1, eine 3 und ja, keine Ahnung. Ja, du hast recht, bei Spielern, das ist auffällig gewesen. In den 20 Jahren Fußball, wo ich dabei war, schon dann am Montag oder so Kicker oder die Bildnote, ne? Wenn es dann ungerecht war, dann hat sich schon der ein oder andere Spieler richtig aufgeregt, gar keine Frage. Aber wie du schon gerade richtig gesagt hast, also später wird erstmal klar, dass das ein Journalist alle Spieler gar nicht so optimal benoten kann. Ne? Aber einen kleinen Eindruck kriegt man immer und man hat auf diese Noten schon geschaut, das stimmt. Spielt man auch auf Noten, ist man ein bisschen egoistisch, dass ein Offensivspieler das so machen will und nicht abgibt, um nachher besser dazustehen? Oh, es gibt sicherlich den typischen Neuner, der dann vom Tor Einbahnstraße ist. Ich denke, Robben ist so ein Typ. Also, ne, wenn er noch querspielen könnte, um das 100%ige Tor zu machen, dann nimmt er auch das 99%ige und probiert es vielleicht selbst. Das macht Ribéry vielleicht nicht, der ist da total schmerzfrei, der spielt nochmal ab. Aber ja, da ist jeder verschieden. Ne? Letztendlich muss es produktiv sein und ja, das liegt dann daneben selbst letztendlich auch auf dem Platz. Herr Gagemann, zu Ihnen nochmal, Sie sind so lange dabei. Als Krönung ist ja mal im Prinzip auch so eine FIFA-Nominierung, Länderspiele pfeifen, EM-Turniere, da kommen natürlich nur ganz wenig hin. FIFA hat nie geklappt bei Ihnen, woran lag das? Gibt es da Gründe dafür? Ja, bei mir lag es am Alter. Ich war vor einigen Jahren nominiert vom Deutschen Fußballbund auf die internationale Liste. Und dann ist, ich hoffe nicht meinetwegen, hat man die Regelung geändert, das Höchsteinstiegsalter für Schiedsrichter von 40 auf 38 gesenkt. Und da war ich dann ein paar Monate zu alt und deswegen konnte der DFB mich nicht nominieren. Da war ich 5 Minuten traurig, wusste dann aber auch, dass ich nach wie vor ja mitfahre international und kann die Kollegen als vierten offiziell unterstützen. Ich war auch in dem Projekt Torrichter in der ersten Saison mit dabei. Das war spannend, das war interessant. Und insofern, ich glaube, wir haben nicht die schönsten Spiele in Deutschland, wir haben die schönsten Stadien, die sind immer voll und da ist es nicht so schlimm. Ja, Peter Gagemann war 12 Jahre Bundesliga, du warst 20 Jahre Profi, Fußballprofi. Bei dir hat es nicht ganz zum Nationalspieler gereicht, ob viele meinen, du hättest das Zeug dazu gehabt, wer die Fußkraft mal, du hättest auch 50 Länderspiele haben können. Was hat denn bei dir gefehlt? Das kann länger dauern jetzt. Aber auf jeden Fall, klar, wenn mich heute jemand fragt, hat sich gerne mal für Deutschland gespielt oder für einen Top-Club gespielt, dann würde ich lügen, wenn ich sage, nein, war alles okay. Natürlich hätte ich gerne mal für einen Top-Club gespielt und um die deutsche Meisterschaft gespielt. Aber da habe ich mir doch noch ein bisschen selber im Weg gestanden und deswegen sollte das nicht sein. Aber trotzdem habe ich diese 20 Jahre als Fußballprofi sehr, sehr genossen. Peter Gagemann hatte dich vorhin ja gerade erzählt, mal den Klopp gepfiffen. Über Klopp durch,
bist du damals ja nochmal in die Bundesliga gekommen. Was im Nachhinein für dich ein Glücksfall, dass du dieses noch mitgenommen hast, dass du sagen kannst, okay, das war für mich nochmal der Kick, das hat meiner Karriere noch was bedeutet. Auf jeden Fall, also dass ich dann in Kloppenbrücke letztendlich das Quäntchen Glück gehabt habe, dass Horst Ermantraut mich damals nach Frankfurt geholt hat, zur Eintracht, also da bin ich ihm ewig dankbar. Da ist für mich mit der Eintracht ein Traum in Erfüllung gegangen, weil wenn ich die Bundesliga nicht gesehen hätte, damit hätte ich persönlich schon ein ernsthaftes Problem gehabt. Das hätte richtig wehgetan, gar keine Frage. Deswegen ja, hast du recht, also das Quäntchen Glück dann auch mal zu haben im Leben, tut dann auch gut. Und dann mit Frankfurt, mit Bielefeld oder zwei Aufstiege aufzusteigen in die Bundesliga, das ist dann schon traumhaft. Das hat nochmal richtig Spaß gemacht. Ja, daraus geworden ist ja im Prinzip der weiße Brasilianer. Begriff, Bernd Schneider sagt es ja verlauten Kameras, ich bin nicht der weiße Brasilianer, das ist Ansgar Brinkmann. Du hast letztes Jahr dein Buch geschrieben, auf den Markt gebracht, der weiße Brasilianer. Ich denke, in Baden steht es in jedem Haushalt. Wie viel hast du denn einfach am Ende jetzt verkauft? Also, da müsste ich mal den Verlag fragen, aber ich glaube, die sind sehr zufrieden. Das ist das, was ich weiß. Und ja, wenn es ein Buch, ich sag mal, die Bestsellerliste des Spiegels schafft, das schaffen 99,99% alle Bücher nicht von über 1 Million, dann muss man damit zufrieden sein. Also, Auflage willst du nicht sagen? Ich weiß sie wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Also bei uns im Rathaus Beck hast du da was im Kasten verkauft, das war's ja. Ja, du hast ja auch in diesem Rahmen mehrere Lesungen gemacht, überall das Buch vorgestellt und auch Geschichten erzählt. Welche Geschichte musstest du am häufigsten erzählen? Oh, das ist eine gute Frage, klar. Ne? Viele, gerade das Jüngerpublikum hat sich dann auch mal interessiert, ja, was war da los damals in Osnabrück nachts um 2:30 und das waren wir oft dann die ersten Fragen und dann ging es auch so langsam rüber zum Fußball. Ja, dann wiederhol nochmal in Osnabrück damals. Ich glaube, das war der erste Gehaltscheck, den du bei Monatscheck bei TV kriegst. Du wolltest mit Kiriakov einen Mercedes kaufen und dann wollte der nicht, da hast du einen Porsche gekauft und der Porsche, den hast du glaube ich Polizisten zum Testfahren geliehen. Die Presse, ne? Ja, ich glaube, dass in dieser Region kennen viele diese Geschichte, aber ja, wir haben hier viele junge Spieler. Ja, wir haben hier nur Funktionäre hier, Bürgermeister und viele aus dem Kreis Kloppenburg, die es nicht kennen. Ja, auf jeden Fall wollte man natürlich, das darf ich vielleicht sagen, dass wir mit der Mannschaft, wir hatten ein Auswärtsspiel, wir haben waren unterwegs bis nachts um 3, 4 und sind dann alle nach Hause gefahren und ich habe sicherlich sehr viel Glück gehabt an diesem Tag, ne? Dass ich dann angehalten wurde und ja, die Polizei dann mein Auto parken wollte, musste, sollte und mir das so lange gedauert hat und ich dann wirklich dann weg bin. Und ja, ich weiß, ob diese 4, 5 Polizisten hinter mir her waren, die gesagt haben, okay, den kriegen wir nicht, das hätte ich dem vorher sagen können. Aber nein, das ist man ja nicht stolz drauf. Das ist ja dann, man fragt dann erstmal direkt den Anwalt vom Voraus zurück, was kommt da jetzt auf mich zu, was habe ich zu befürchten? Und die haben dann wirklich gesagt, nein, hol dein Autoschlüssel wieder ab am nächsten Tag, alles ist gut, das konnte ich gar nicht glauben. Aber das war wirklich so. Und ja, ich habe mich dann natürlich auch 10-mal entschuldigt und wie du schon gesagt hast, das sollte eigentlich nochmal passieren. Und da kam auch, glaube ich, der berühmte Spruch, hier kommt nicht mal MacGyver raus. Ja. Gibt es noch Geschichten, die du noch nicht erzählt hast? Und wenn, behalte ich sie für mich. Also es erscheint kein neues Buch. Nein, das haben wir nicht vor. Das war ja für mich auch im Neuland. Ne? Ich bin ja 10 Jahre gefragt worden und irgendwann Rainer Kallmann, für den ich auch arbeite, der hat gesagt, Mensch, arbeite mal ein paar Sachen auf, mach das ruhig, das ist ganz gut. Habe ich dann auch getan. Das hatte auch einen Mehrwert für mich, ne? Weil davon haben wir ja keine Ahnung, wie sowas läuft. Und man kann in so viele verschiedene Richtungen gehen, wenn man ein Buch schreibt. Und ich denke, dass der Verlag und was dann Hinrichs, der das überragend gemacht hat, dass wir eine sehr gute Mischung gefunden haben. Und Punkt. Dabei wird es dann auch bleiben. Ja. Ich kriege immer Ärger bei uns im Verlag, weil ich sage, es gibt im Kreis Bechter zwei berühmte Schriftsteller mit Namen Brinkmann und Rolf-Dieter Brinkmann und Ansgar Brinkmann. Und Ansgar Brinkmann ist der Schriftsteller, den ich lesen und auch verstehen kann. Ja, Tobias hatte mir als einziges ein mobiles Mikro gegeben.
und er hat gesagt, ich sollte nicht so viel reden. Hat jemand mal eine Frage an diese beiden prominenten Herren hier? Die wollen alle Fußball gucken. Ja, okay. Also wenn jemand da ist, vielleicht auch kurz Moment, ist kein Problem. Ansgar, kommen wir nochmal auf die EM zurück. EM 2012. Straßenfußballer ist für mich ja noch ein guter Begriff. Straßenfußballer. Aber nach dem Spiel gegen Italien fordern alle, wir müssen auch solche Skandalkicker haben wie Balotelli oder Ibrahimovic. Und der eine will wieder einen Klopper wie Jens Jeremis haben oder einen wie Effenberg, der da mal dazwischenhaut und was man immer so verniedlich sagt, ein Zeichen setzt. Brauchen wir wirklich im deutschen Fußball noch solche Leute wieder? Ich habe jetzt, das ist ja Thema, ist ja wirklich, also ich glaube schon, dass man Typen braucht, aber es muss ein positiver Typ sein. Also wenn jetzt ein Spieler sein Auto falsch parkt, oder so, das halte ich dann alles, das kann man von mir aus machen, ist kein Problem. Aber wenn er auf dem Platz steht, dann sollte er alles, was er hat, alles, was er Talent hat, alle seine Möglichkeiten, die er hat, auch der Mannschaft geben. Dann hat er auch den Respekt. Weil wenn du auf dem Platz gut spielst, dann finde ich die Mitspieler gut, der Trainer, die Medien finde ich gut, die Fans finde ich gut, die Sponsoren finde ich gut, das ist ja wie eine Kettenreaktion. Also alles fängt mit Leistung an und dann darf auch jemand meiner Meinung nach mal auch mal schwierig sein, wenn wir nachher nur noch Einheitsbrei haben. Ich glaube, das wollen wir auch nicht alle sehen. Ne? Wenn wir die Interviews jetzt hören, ne? Der Dieter Hildebrand hat es mal vor kurzem gesagt, mit dem war ich in der Sendung, dann kommen die Spieler vors Mikro und sagen, ja, da müssen den Trainer fragen, und der nächste Gegner, da müssen auch einen Trainer fragen und irgendwann kommt die Frage, wie fühlst du dich? Dann sagt der Spieler, da müssen den Trainer fragen. Also so weit darf es nicht kommen. Ne? Aber ein Kedira oder Schweinsteiger, das sind doch so Typen. Die brauchen ja nicht treten oder von einem. Ich denke mal, an einem Semi Kedira kommt nahe Zukunft keiner dann vorbei. Ist ja richtig, was du sagst. Der Jürgen Klopp sagt es ja auch, was heißt denn kämpfen? Kämpfen heißt doch nicht gelbe Karten sammeln oder Elfmeter produzieren oder große Fresse auf dem Platz zu haben, sondern kämpfen heißt Druck auf den Ball zu machen, den Ball zu erobern und nicht blindwütig da auf dem Platz rumrennen. Also mit Sinn und Verstand. Und Kedira ist so ein Spieler, du hast recht, der strategisch sehr gut veranlagt ist, der periphere Sehen hat auf dem Platz. Ist schon richtig guter, ne? Wie wir alle wissen. Sonst schafft man es auch nicht zu Real Madrid. Herr Gangemann, diese Typen, die alle gefordert werden, sind ja oft schwierige Typen. Ein Jens Jeremis, Effenberg, Lothar Matthäus, die gingen ja auch immer früher voll auf die Schiedsrichter drauf, diese Motzer. Braucht der Schiedsrichter solche Motzer oder ist das von allen ein Dorn im Auge? Also die machen das ja auch, um Publikum aufzuwiegeln. Das sind Spieler, die sehr kommunikativ waren. Grundsätzlich ist das ja nicht schlimm, wenn man kommunikativ ist. Also auch da suggeriert einem das Fernsehbild manchmal etwas anderes. Die Spieler, die Sie gerade genannt haben, ich kenne sie alle ja aus der aktiven Zeit, waren gar nicht so schlimm, wie sie im Fernsehen sich dargestellt haben. Da kam der Matthäus natürlich schon mal und hat gefragt, Mensch, warum denn, weshalb denn, Herr Gagelmann, können Sie mir das nochmal erklären? War eigentlich nie so, wie es dann vielleicht im Fernsehen rüberkam. Aber grundsätzlich lebt der Fußball, wie es der Ansgar schon sagt, natürlich auch von Typen. Und entscheidend ist, und da hat er recht, das geht alles nur über den Erfolg. Und wenn wir gegen Italien gewonnen hätten und hätten vielleicht im Glück das Endspiel auch noch überstanden, dann hätte jeder gesagt, Mensch, wir haben die Typen, Schweinsteiger, Kedira, Özil und deswegen sind wir Europameister geworden. Nur weil wir jetzt im Halbfinale ausgeschieden sind, sollten wir nicht unbedingt behaupten, dass wir keine Typen haben. Ne? Ich glaube, die Holländer haben auch sehr viele Typen, die haben nicht einen Punkt geholt. Ja, kommen wir mal nochmal auf diese, impulsiven Typen zurück. Die pushen natürlich Publikum auch auf und gerade als Schiedsrichter hat man es immer schwer. Man steht unter Druck und wenn dann kein Rudelwind und da ist, wenn die Leute kommen, da stehen sie als Schiedsrichter da und bleiben da ruhig. Sind sie innerlich so cool oder es wirkt von außen auch ein bisschen arrogant? Muss man so reagieren? Also ich kann Ihnen versprechen, auch wir haben Emotionen. Das ist so. Wir sind auch nur Menschen. Aber natürlich, und das ist halt so, wir sind nicht Schiedsrichter geworden und standen mit einmal dann in Dortmund, München oder in Frankfurt oder in Köln im Stadion und haben dort Spiele geleitet. Wir haben alle einen langen Weg hinter uns, deswegen wissen wir, wie sich Situationen aufbauen. Und deswegen ist man dann vielleicht, und wenn man länger dabei ist, sowieso etwas ruhiger und entspannter und versucht, die Dinge dann so aufzuarbeiten. Aber natürlich gehören Emotionen dann zu und man muss aber versuchen, dann durch seine eigene Persönlichkeit dann diese Emotionen dann wieder runterzubringen. Kommt Ihnen das nachts nicht mal hoch, wenn es mal ganz schlecht schief gelaufen ist? Also ich kann Ihnen versprechen, ich habe schon so viele Nächte
nicht geschlafen nach Bundesligaspielen. Und ich glaube, das ist normal und so geht es jedem Spieler, glaube ich, auch. Wenn er denn allein vorm Tor stand und das Ding nicht gemacht hat, dann wacht man auch 30 Mal auf in der Nacht und sagt, das kann doch nicht angehen. Und so geht es einem Schiedsrichter genauso, dass wenn er eine Entscheidung trifft, die er ja getroffen hat, weil er es so wahrgenommen hat im Spiel, und dann nachher die Fernsehbilder sieht und sagt, das kann doch nicht angehen, dass die Fernsehbilder mir jetzt etwas ganz anderes zeigen, als das, was ich im Spiel wahrgenommen habe. Und da sind es nicht nur 2-3 Nächte, sondern auch manchmal 4-5 Nächte, wenn man wach wird und sagt, das gibt's nicht, jetzt muss ich mal genau überlegen, wie kann das angehen, dass mir das passiert ist. Ist da vielleicht nicht eine gewisse Diskrepanz, Sie als Schiedsrichter und Spieler, wenn zum Beispiel ein Spiel sonntags abends um 18 Uhr läuft oder 19:30 Uhr, der Profi, um den wird sich komplett gekümmert. Der kann, geht in diese Müdungsbetten, kann anderen Morgen ausschlafen, macht den nächsten Tag noch Auslaufen, Sportarzt, bisschen Massage, Sportarzt ist vorhanden, vielleicht Psychologe noch. Und der Schiedsrichter muss anderen Morgen um 9 Uhr oder 8 Uhr im Büro stehen. Passt das zusammen? Also für mich persönlich ist das der perfekte Ausgleich. Wenn ich tagtäglich nur an Fußball denken müsste, wäre das nicht gut. Deswegen bin ich froh darüber, dass ich einen festen Job habe. Ich habe die Unabhängigkeit, was, glaube ich, über allem steht, dass man unabhängig ist, dass ich das nicht machen muss, dass ich deshalb das mache, weil ich da besonders viel Freude dran habe und auch eben an andere Dinge denken kann. Nichtsdestotrotz sind wir auch sehr, sehr professionell. Wir arbeiten sehr professionell. Für mich steht das Training täglich genauso auf dem Programm wie für den Fußballer. Ich habe einen sehr guten Physiotherapeuten, ich habe einen fantastischen Arzt, habe eine tolle Familie, die mich unterstützt. Von daher ist es schon sehr gut und wir haben auch in der Kommission sehr gute Unterstützung und für mich ist das System so gut. Man weiß nicht, wie es vielleicht in den nächsten Jahren weitergeht. Vielleicht geht der Trend zum professionellen Schiedsrichter, aber ich muss sagen, bin da immer so gut gefahren. Also kein Vollprofi wäre für Sie nichts? Da meine Zeit sowieso rückwärts läuft, sowieso eher nicht, aber man muss halt sehen, wie sich das entwickelt. Ja, aktueller Fußball vielleicht, Ansgar. Letzte Woche habe ich gelesen, Red Bull Salzburg hat alles neu strukturiert. Ralf Rangnick ist Sportmanager, Gerard Houllier ist Global Player da hier in New York, Red Bull auch noch. Erste Maßnahme von Rangnick war bei Red Bull Leipzig Peter Packel zu entlassen. Kommt das für dich überraschend? Also als ich das gelesen habe, muss ich sagen, ja, ich bleibe mal neutral, aber ich habe ihn ja als Trainer gehabt, auch in Dresden ganz kurz und ja, wenn man natürlich in Leipzig solche Möglichkeiten hat und dann 2 Jahre es nicht schafft, ist schon bedenklich. Und deswegen aus sportlicher Sicht, denke ich, ist das absolut zu rechtfertigen. Und er hat Roger Schmidt geholt, ehemaligen Mitspieler von mir, der Preußen Münster trainiert hat, zuletzt Paderborn, nach Salzburg. Auch eine sehr gute Chance für einen jungen Trainer, der unheimlich viel drauf hat. Ja, Red Bull ist natürlich auch jetzt irgendwo auch noch was Besonderes, weil die natürlich Möglichkeiten haben, im finanziellen Rahmen, die wirklich unglaublich sind. Ja, ich hatte Peter Pappel angesprochen, der ein Torjäger von 1860 München. Du hast ihn damals in Österreich ja kurz als Trainer gehabt, hast kein einziges Spiel gemacht mit Kärnten. Da seid ihr schon miteinander gerasselt? Genau war es so. Also Kärnten war ein Abschiedskampf, waren damals Tabellenletzter. Und dann kam der Anruf und ich hatte eine Verletzung, eine Operation in München. Und dann bin ich rüber und habe gesagt, okay, wenn ich wieder gesund bin, dann, wenn ihr ja nicht hinter mir habt, dann komme ich, dann helfe ich euch. Und dann hat er gesagt, ja, alles klar, machen wir so. Und dann hatten wir ein Trainingslager in Italien. Da bin ich dann direkt nach der OP hin, habe mir mal die Mannschaft angeschaut, 2-3 Tage. Und dann dachte er ja wirklich nach dem dritten Tag, Ansgar, wenn du schon mal da bist, ne, dann kannst du auch gleich mittrainieren hier. Und dann habe ich gesagt, sag Peter, ich komme gerade vom Operationstisch, ich brauche mindestens noch 8, 9, 10 Wochen. Und dann kann ich euch auch sicherlich helfen. Und dann bestand er darauf, dass ich dann direkt da bleibe. Ja, und das entspricht nicht meiner Mentalität. Also ich habe dann wirklich gesagt, pass auf, ich fliege jetzt wieder nach Hause. Ne? Und wenn ich gesund bin, komme ich dann wieder. Ich bin dann 12 Monate später erst wieder gesund geworden, konnte denen also nicht helfen und jetzt den Bogen zu spannen. Dann habe ich mich 12, 13 Monate später für Dresden entschieden. Dresden war auch Tabellenletzter, 18. Wir sind vom 18. auf den 8. geklettert, was sehr viel Spaß gemacht hat und sehr schön war bei Dynamo in Dresden.
Und dann hat man in Dresden den Trainer entlassen und ich bin im Urlaub gerade und da kommt die Nachricht, wir haben einen Trainer. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mal raus damit. Und dann sagte man mir, sitzt du? Ich sag, ich bin im Urlaub, ja, ich sitze Peter Packholt. Und ich sagte, okay, ich glaube, da brauche ich gar nicht erst hinfahren. Ja, du bist aber hingefahren und hast dich dann mit dem Leichtathletik-Trainer auseinandergesetzt. Also da mit dem Strand und mit dem Wasser, ja? Ja, ich habe natürlich, Peter Packholt hat auch Profi gemacht und er hat sich dann der entlassen von dieser Situation damals in Kärnten und hat mich ganz normal mit trainieren lassen und hat dann den Leichtathletik-Trainer auch nicht losgelassen andauernd. Der hatte dann immer irgendetwas. Und wenn du 35 bist und schon ein bisschen was erlebt hast im Fußball und den Leichtathletik-Trainer dann andauernd sagt, wie Fußball geht, dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt, pass mal auf, du triffst nicht mal den Ball, nicht mal das Meer, wenn du mit dem Ball am Strand stehst. Und jetzt, ne? Dann spielen wir nicht mehr Fußball. Dann hat der gesagt, da kannst du reingehen. Dann habe ich gesagt, wenn du das möchtest, gehe ich rein. Und ich habe natürlich gemerkt, dass Peter Packholt nicht wollte. Habe dann auch zu ihm gesagt, pass auf, Peter, wir beide sind so alt. Dann können wir doch darüber reden, dann machen wir da einen Punkt dran und dann ist der Kuchen gegessen und dann geht es für beide weiter. Und so war es dann ja auch. Ja, aktueller Fußball, Herr Jagermann, vielleicht nochmal. Die letzte Saison endete nicht so schön, wie man es erhofft im Fußball. Es gab, in Köln wurde die Tribüne angezündet, Spiel unterbrochen, in Düsseldorf. Wird da bei dem Schiedsrichter, bei den Sitzungen, wird da besonders darauf hingewiesen, was man machen soll, wie das weitergehen soll? Ja, natürlich sprechen wir über solche Szenarien. Und das ist das, was wir alle nicht wollen. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn ein Spiel unterbrochen werden muss, und wenn wir es denn so, wie wir es in Düsseldorf erlebt haben, ja, ist das natürlich für alle unschön. Und das sind Dinge, die kein Mensch haben möchte. Und natürlich sprechen wir darüber, selbstverständlich. Ansgar, wie siehst du als Spieler? Du warst ja immer sehr eng verbunden mit den Fans. Du bist ja einer, der mit den Fans wirklich, auch du und du warst, überall hingegangen bist. Und wenn sowas passiert, wenn Gladbacher Fans angegriffen werden, das ist, also, da schwer, das ist schwer sachlich zu bleiben. Das ist wirklich, das braucht kein Mensch, aber es ist ein stetiger Kampf. Es kommt ja immer nach, es ist nicht mal in den 80ern, sondern es ist ein stetiger Kampf, den man da führen muss. Man muss da wirklich alles denkliche, mögliche machen und tun, dass es vermeidbar ist, soweit es vermeidbar sein kann. Ich habe es ja mal miterlebt, als wir mit Dresden und Karlsruhe gespielt haben. Da sind wirklich Raketen geschossen worden in den Fanblock der Karlsruher. Das hatte kriegsähnliche Zustände. Also, das 8, 9, 12, 15, 17 Raketen, das Spiel ist auch unterbrochen worden. Ja, das möchte man nicht. Das ist ein Fußballspiel. Da gehen Erwachsene hin, da gehen Kinder hin und da wollen alle Spaß haben. Also, die müssen wir schon raussortieren. Gegen die muss man auch klarer vorgehen, genau wie es der Chef von Hannover 96 auch gesagt hat. Da kann man nicht immer nur den Verein bestrafen, sondern da muss man auch persönlich werden und muss diese Jungs, diese Wahnsinnigen rausfiltern, weil die im Fußball nichts zu suchen haben. Herr Gagemann, zum Abschluss vielleicht. Sie sind jetzt 44, ein Jahr älter als Ansgar, das wird auch ein Leben lang so bleiben. Bundesliga können Sie noch eine Saison machen, plus zwei, oder wie sieht Ihre Zukunft jetzt als Schiedsrichter noch aus? Was haben Sie für Ziele? Also die Altersgrenze liegt in der Bundesliga bei 47, dementsprechend hätte ich theoretisch noch 3 Jahre, vorausgesetzt, die körperliche Fitness noch da und man möchte mich, dann mache ich das. Soweit schaue ich und das ist dann auch immer so ein typischer Satz eines Trainers, wir gucken auf das nächste Spiel und das ist in der Tat so, jedes Spiel ist ja auch für einen Schiedsrichter immer wieder spannend und das ist unabhängig von welcher Spielklasse auch immer, in der Kreisliga genauso wie in der Bundesliga, es erwarten einen immer wieder Dinge, die man vorher noch nicht hatte und das macht den Fußball auch so spannend, deswegen laufen halt so viele Menschen auch immer wieder ins Stadion und schauen sich die Spiele an, weil man nie weiß, was passiert und das macht den Fußball einfach so spektakulär. Und Ansgar, wie geht's mit dir weiter? TSV Jüst, SC Baku oder beim großen Fußball in allen Töpfen rühren? Ja, wie du weißt, bin ich ja viel in Sachen Fußball unterwegs. Für die erste, zweite Liga, Ausland ist auch dabei. Jetzt kommt Asien als neues Office dazu für Rainer Kalm und damit bin ich genug beschäftigt. Ja, und am Schluss liegt mir noch ein bisschen auch am Herzen, dass ich mich hier bedanke, auch bei Schwarz-Weiß Baku, dass ich das hier auf die Beine gestellt habe. Bei allen freiwilligen Helfern finde ich unglaublich klasse, ne, dass sich da alle zur Verfügung stellen, damit das hier rund läuft. Respekt an Schwarz-Weiß und auch Peter Lindemann möchte ich nochmal danken, der mich immer unterstützt hat, egal wo ich in Deutschland gespielt habe, sich immer mal gemeldet hat. Und das ist ja mein Heimatclub und da bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich. Ja, und wünsche allen noch einen schönen Tag.
anschließend, Herr Gagemann, passen Sie auf Ihren Sohn auf, nicht, dass er gleich so begeistert ist und in der Saison zu einem Verein aus dem Oldenburg Münsterland wechselt, damit er nächstes Jahr E-Jugend hier spielt. Dankeschön. Man weiß es nie, genau. Dankeschön. Ich sage ebenfalls herzlichen Dank. Das war hochspannend, interessant, den drei Herrschaften zuzuhören. Dankeschön fürs Kommen. Wir sind nicht mit leeren Händen hier. Wir haben ein kleines Geschenk für Sie vorbereitet. Und Sie alle, bleiben Sie bitte uns gewogen, bleiben Sie auch hier. Nebenan ist für Sie gedeckt. Ich lade Sie herzlich zum Essen ein. Und schauen Sie sich da bitte noch die Finalspiele an. Im Anschluss daran findet die Siegerehrung statt. Aber auch euch nochmal Dankeschön, das war hochspannend. Ein Riesenapplaus für die drei Herrschaften.